Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge StarCraft. Und ja, wir stehen kurz vor der Lagerhalle, wo Porky sitzt. Wenn man die Questline macht, erreicht man irgendwann Hunting or Victim, die Quest. Und ich glaube, das ist sogar die letzte Quest hier von ihm. Und ja, wir müssen jetzt die Chimera hunten. Und vorher möchte ich mich hier vollpumpen, Freunde. Und ja. So. Hole ich alles raus und let's go. So, wir sind hier drinne. Ich mache mal meinen Night Vision an, was deutlich angenehmer ist. So. Und wir müssen jetzt die Chimera hier hin und her kiten. So dass er hier immer so seitlich springt. Oder auch. Weil da kommt sie nämlich nicht dran. Oder durch, besser gesagt. Das ist ein kleiner Bug. Und wenn diese da sind, kann man die auch mal ruhig usen, ne? So. So, die ist schon weak. So, nachladen. Und. Also, die regeneriert sich wirklich schnell. Deswegen muss man schon ein bisschen sich beeilen. Wie man sieht. Und ansonsten. Ja. Is he dead? He's dead, bra. So, Chimera Claw. Nehmen wir. Zack. Hier sonst noch was drin? Denke mal nicht, oder? Also es ist wirklich eigentlich nur diese eine Lagerhalle hier. Und ja, Freunde, ich bin echt gespannt, was man kriegt. Ja. Da ist leider nichts drin. Gut. Dann reden wir mit Porky. Yo, Meister. It's done. There's just one tiny detail. I'm afraid this was the most ordinary chimera you could find. Yeah. Well, see for yourself. Come on. Und wir sind in der Bar. Listen to Porky. Machen wir. Well, anything can happen. Maybe. It didn't seem like it to you. Mm-hmm. Trip, you know, I thought it could be because of triple radar, blah, blah. Okay, could be. I hope you get it together. Oh, yes. Good luck to you. Good luck to you, too. So long. Okay, ich habe bekommen 10 Riesen. Schrotflintmunition. Ein gelbes First Aid Kit. Eine Hunters Mossberg. Nochmal 4000 und nochmal 2000. Okay. Ja, Freunde. Damit würde ich sagen, war die Quest erfolgreich. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Quest. Bis dahin.